Hallo, Jan Holpert hier. Herzlich willkommen in Flensburg. Heute bewegen wir uns da hoch. Mit der Legende der SG Flensburg-Handewitt wollen wir auf einen der wenigen Gipfel der Stadt, den Wasserturm in Mürwik. Auf dem Weg nach oben hat Jan Holpert einiges zu erzählen. Na ja, du hattest eine lange Karriere in Flensburg. Was würdest du als dein Karriere-Highlight beschreiben? Ich glaube, da muss ich nicht lange nachdenken. Auf jeden Fall die Deutsche Meisterschaft 2004. Ich glaube, das war für alle eine große Erlösung. Für alle, die jetzt eben lange zuvor in diesem Verein auch gespielt haben, eben auch eine große Genugtuung. Deswegen würde ich das als Karriere-Highlight bezeichnen. Weißt du heute noch, wie du dich damals gefühlt hast? Kann man dieses Gefühl noch beschreiben? Nee, das kann man. Da wurde ich tatsächlich eben auch im Vorwege schon mal gefragt, 2000, also dieses Jahr. Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist so ein bisschen wie so super große Ereignisse, wie Hochzeit, wie, keine Ahnung, Geburt, Kind. Das weiß ich nicht mehr. Also ich war total platt, super erleichtert und dann war auch gut. Mehr als gut war auch Jans Leistung bei der SG, für die er lange seine Handballschuhe schnürte. 14 Jahre bei der SG Flensburg-Handewitt. Ja. Was bedeutet dir dieser Verein? Oh, eine Menge. Ich meine, ich bin hier geboren. Ich durfte dann hier nochmal zurückkommen und hier eben 14 Jahre spielen, meine Karriere beenden. Ich habe dem Handball und auch Flensburg sehr viel zu verdanken, auch dem Verein. Insofern wird es immer in meinem Herzen bleiben. Du führst die Liste an mit den meisten Bundesligaspielen. Wie wichtig ist dir so eine Position? Ist das, ja, nein, das ist ja einiges, ist ja nur, eine Zahl aufgrund dessen, weil man ein bisschen länger gespielt hat als alle anderen. Und Gott sei Dank eben verletzungsverschont war. Nicht nur Jan, sondern auch Bruder Finn war Handballtorwart. Sport in der Familie Holpert, immer präsent. Ich habe auch einen dritten Bruder, der vom sportlichen Talent eigentlich das größte Talent war. Wir kommen ja alle eigentlich aus anderen Sportarten. Meine beiden Brüder waren Leichtathleten, ich komme eher aus dem Fußball. Okay. Und sind so Späteinsteiger. Handball haben wir ja auch nie so gespielt, wir standen beide im Tor. Heute trainiert der 50-jährige Familienvater übrigens den Flensburger Nachwuchs. Im Jugendbereich kann man halt eben unheimlich viel noch formen und machen. Und das bringt halt Spaß, weil man da Woche für Woche eben auch Ergebnisse sieht und auch merkt, wie wissbegierig sie sind. Das bringt schon Spaß. Wie würdest du dich früher als Torhüter beschreiben und dazu im Vergleich heute als jemand, der seine Karriere schon beendet hat? Also ich glaube, ich war und bin auch immer noch sehr introvertiert. Das auf jeden Fall. Wie ich schon vorhin sagte, ich mochte eigentlich gar nicht so gerne die Öffentlichkeit. Ich habe diesen Sport immer ausgeübt aufgrund dessen, weil es mir Spaß gemacht hat und weil ich mich gerne mit anderen Vereinen oder anderen Mannschaften messen wollte. Und aus heutiger Perspektive, glaube ich, bin ich schon sehr viel offener geworden, weil dieser öffentliche Druck einfach nicht mehr da ist. Also ich kann schon jetzt eher mein Leben genießen als zur Handballzeit. Das ist doch mal ein guter letzter Satz, oder? Damit haben wir unseren Aufstieg auf den Flensburger Wasserturm geschafft. Zeit, den Ball weiterzugeben. Seid gespannt, wer ihn als nächstes fängt.